E-Bike Rockers. Es geht los. Unsere Theoriewoche startet heute. Die erste Stunde, oder besser gesagt, eher die ersten vier. Denn ich hatte ja letzte Folge schon gesagt, wir machen einen Intensivkurs. Das heißt, eine Woche lang, jeden Abend mit Schmackes, mit Vollgas sozusagen. Und heute ist also die erste Stunde und ich bin schon total aufgeregt und ich freue mich schon sehr und ich bin echt schon gespannt, wenn ich bei der Theorie schon so aufgeregt bin, wie es dann wird, wenn ich das erste Mal wirklich auf dem Motorrad sitze. Aber das werden wir dann in wenigen Wochen erfahren. Heute geht es also erstmal um die Theorie und um die Fragen und um das Wissen. Hey, Bike Rockers! Es geht weiter. Stunde 2 bzw. Stunde 3 und 4 stehen heute Abend noch an. Ich habe schon gesehen, da hinten, da stehen jetzt schon die Motorräder. Das heißt, die Spannung steigt ein bisschen, aber so weit sind wir noch lange nicht. Wir machen heute erstmal noch ein bisschen Theorie. So, ich bin wieder zu Hause. Die 5 Dinge, die ich heute gelernt habe. Erstens, Motorradfahrlehrer oder Fahrlehrer allgemein sind die ehrlichsten Menschen auf der Welt. Ich bin gespannt, denn sie werden unsere Schwächen sehen. Sie werden auf die Schwächen aufpassen und sie werden sie ansprechen, gnadenlos. Und dann werden wir sie gemeinsam überarbeiten und überwinden. Zweitens, Motorradfahren ist extremer Sport. Offensichtlich braucht man dann kein Fitnessstudio mehr, was ziemlich gut ist, weil ich hasse Fitnessstudios. Tut mir leid an alle Fitnessstudios, ist nicht meins. Deswegen gut, sehr gut. Drittens, für alle Frauen, die Motorrad fahren wollen, offensichtlich sollte man auf gar keinen Fall Bügel-BHs tragen. Tada! Ergibt auch irgendwo wieder Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Wenn man dann stürzen würde und dann würde man blöd landen und dann würde der Bügel brechen, dann könnte der Bügel die Lunge perforieren. Ungefähr so habe ich reagiert, als Sascha das erzählt hat und Sascha meinte, ich habe Angst und Sascha meinte so, du brauchst keine Angst haben, sie haben von Sportbär, aber nicht so. Viertens, die Todesfalle Kuhfladen. Tada! Ja, genau. Als Autofahrer denkt man sich ja nicht so wahnsinnig viel dabei, wenn man an so einem Verkehrsschild vorbeifährt, wo eine Kuh drauf ist. Als Motorradfahrer sollte man da offensichtlich ziemlich gut aufpassen, denn tada, ist rutschig. Und fünftens, auch sehr spannend, wer in der Fahrschule ist, darf auf gar keinen Fall auffällig werden. Heißt, haltet euch sowas von an die Verkehrsregeln, lasst euch nicht blitzen. Geht nicht bei Rot über die Ampel, denn wenn man während der Fahrschulzeit auffällig wird, dann wird einem der Prüfauftrag entzogen und man darf 2 Jahre lang keinen Führerschein machen. Man bekommt eine Führerscheinsperre für 2 Jahre und das wäre schon ziemlich ätzend. Fun Fact, vielleicht noch als 6. Ding, was ich heute gelernt habe. Die Promillegrenze ist mittlerweile bei 0,3. Tada! Das wusste ich nicht. Damals, als ich meinen Autoführerschein gemacht habe, war es 0,5, jetzt ist es 0,3. Und natürlich auch quasi nur ohne Ausfallerscheinungen, sonst Ärger. Hi Bike Rockers, so, Tag 3. Heute habe ich zum Beispiel gelernt, Motorradfahren bzw. die Motorradprüfung ist ein Hütchenspiel. Tada! Da hast du halt 13 Hütchen und in den verschiedenen Übungen musst du in verschiedenen Konstellationen diese verschiedenen Hütchen bewältigen. Ganz schönes Hütchengeschachere. Meine zweite Erkenntnis, Motorradfahrer sind offensichtlich hervorragende Spurenleser. Ich habe mich heute so ein bisschen gefühlt wie ein Fährtensucher in einem alten Winnetou-Film, nur dass es eben um die Straße geht. Denn man muss natürlich auf alles achten. Du musst natürlich auf den Straßenbelag achten, du musst auf Dreck achten, Rollsplit, Linien, Gullideckel, Straßenbahnschienen, Pferdemist. Die nächste Erkenntnis, auch wieder eine sehr wichtige Erkenntnis, das 2:1 Sichtverhältnis. Du wirst quasi viel weniger gesehen als Motorradfahrer und musst deshalb doppelt so viel gucken. Wir hatten als Beispiel, du kannst einen Motorradfahrer hinter einem Stift nicht erkennen, weil die Silhouette einfach so schmal ist, dass es natürlich in ganz, ganz vielen Situationen, gerade bei so einem flüchtigen Blick, den man als Autofahrer sich dann leider irgendwo angewohnt hat, ganz oft, siehst du einen Motorradfahrer sehr schlecht. Und zum Abschluss noch ein schönes Sprichwort, was uns Norbert heute beigebracht hat. Es gibt mutige und es gibt alte Motorradfahrer, aber es gibt keine mutigen alten Motorradfahrer. Tada! Morgen geht es ja auch gleich schon wieder weiter. Gibt es Technik den ganzen Tag. Morgen ist unser letzter Tag. Motorrad, das Motorrad anschauen von ganz nahem.
Hello, Bike Rockers. So, es ist soweit, die Prüfung steht an. Ich stehe jetzt hier gerade schon vor dem TÜV. Ich habe auch ein ganz gutes Gefühl, weil wir haben wirklich viel geübt und wirklich ganz viele Stunden Fahrschul-Theorie-Quizduell gespielt. Es ist ja dann trotzdem auch immer so ein bisschen Glückssache, welche Frage man bekommt bei den 20 von 1004. Das ist wahrscheinlich ein bisschen wie beim Motorradfahren. Man sollte sich einfach nie zu sicher sein und immer Respekt haben, denn wenn man keinen Respekt mehr hat, dann wird man unaufmerksam. Und mit der Philosophie werde ich da jetzt heute auch reingehen und dann wird es schon klappen. Es ist vollbracht. Ich habe es geschafft. Die Prüfung ist bestanden. Ich bin jetzt schon ein bisschen erleichtert. Also Lüge, ich bin total erleichtert. Und das war's. Der erste Teil von meiner Ausbildung mit dem Motorradführerschein ist jetzt also abgeschlossen. Jetzt kann es losgehen. Jetzt geht's aufs Motorrad. Jetzt geht's aufs Bike. Jetzt muss ich Slalom fahren und bremsen und geradeaus fahren. Und wow, aufregend. Sehr aufregend. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich noch nie auf einem Motorrad gesessen bin? Wir werden sehen, wie es läuft. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao. Rockantenne Ride Online. Das Online-Biker-Community-Event. Jetzt im Netz auf rideonline.de.